Ja, Jungs. Alles gut? Dämliche Klumpen. Mal sehen, aus welchem Holz du bist. Kommt mal mit, ich brauche euch mal kurz. Ich brauche Köder. Nicht stehen bleiben. So langsam. Ja, auf, kommt mit. Kommt, verliert den Kerl nicht. Er ist da drüben. Ja. Auf, Kinder. Nicht stehen bleiben. Zu langsam. Ja, ja. Alles gut. Und kommt ihr? Ja. Ja. Was ist hier los? Nicht wegrennen. Hey. Was ist los? Warum geht denn der Bär eigentlich immer auf mich los? Vom Lauf, Hund! Zu langsam! Und die nächste Runde. Ich führe euch noch zu langsam! Bär. Warum greift der Bär mich an und die nicht? Da wäre vielleicht das Bär. Ach, das ist eine Jagdhütte. Kampflame weiter heute! Ach guck mal, ich hab das nicht Meisterpilz. Oh, das Meisterpilz gleich mehrfach ausfertig. Zu langsam! Zu langsam! Zu langsam! Träum nur weiter, du Schlafgefütter! Ja, dann lass mal schwimmen. Den habe ich jetzt gar nichts bekommen, oder? Ach, das war ja noch gar nicht. Ist das hier irgendein unglücklicher Bär, der mir irgendwie in den Weg geht? Ich krieg nur einen Bärenpelz. Ich kann die ganze gottverdammte Bärenpopulation der Gegner galoppiert als mich herum. Ja, ein Bär hat getrunken. Toll. Ich kann nicht alle Bären auslöschen in der Gegend, in der Hoffnung, einen Bären zu erwischen, der aus irgendeinem Grund Bären fett hat. Ja.
dahin galoppieren. Ich kann, ich glaube, ich werde nie wieder den Film Bärenbrüder schauen können, ohne zu weinen. Man meist ja jetzt ein paar Kugeln auf dem Pelzbrennbrenner. Oh nein. Hier sind auf jeden Fall Lachse. Das erklärt, warum hier die ganzen Bären sind. Bären haben wir bald ausgerottet in dem Spiel. Arme Schwarzbären. Da sagt er jetzt nicht miau, 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 lecker, lecker oder irgendwie sowas. Dabei dachte ich immer bei Kamal oder irgendwo habe ich immer gelesen, gut, da hat Sachs mich verlassen, aber irgendwo habe ich schon mal gelesen, dass Bärenpfote oder so doch voll die Delikatesse bei den Amis sein sollte, oder, ne? Ja, das kann ja was werden. Vielleicht doch besser schon mal eine Sprengfalle. Ah, sehr gut, Munition. Was? Rauszulocken? Ah ja, gut. Quasi anlocken oder was? Ach du Scheiße. Was denn? Ich habe mir erlebt. Ich habe etwas sehr... Nee, es ist explodiert. Habe ich den jetzt verkackt oder was? Was ist jetzt passiert? Warum geht denn jetzt plötzlich Sprengfallen jagen mit mehr als en vogue? Ist das nicht wahr, oder? Ajo, jetzt kann ich ja nicht mehr interagieren. Doch. Ja, aber das ist das Beste im Eimer.
Ja, ich hab's verkackt. Toll. Die ganze Arbeit. Und immer noch kein Bärenfett. Ja, okay, Freunde, na, das ist halt verbuggt, die Mission. Scheiß drauf. Wir reisen nochmal kurz nach New York und nach Boston. Aber da war, glaube ich, auch nichts mehr zu erledigen. Und damit haken wir einfach das Spiel jetzt mal ab. Einige Sachen sind sehr schön. Viele Dinge sind im Spiel etwas seltsam. Einiges funktioniert einfach gar nicht. Zum Beispiel die Steuerung im Nahkampf, die sehr absurd ist und offensichtlich von dem Entwickler gemacht haben. Alles sehr seltsam, unbefriedigend quasi zum Schluss. Aber wenigstens haben wir die Captain Kidd Geschichte abgeschlossen. Das waren ja nochmal eine Handvoll wirklich hübscher Missionen. Okay. Den Prügelkrempel lassen wir, das ist Quatsch. Und den Almanach lassen wir auch, das ist auch Käse. Ich renne jetzt ja nicht in allen Städten rum und sammle irgendwelche... Wobei, ja, nur jetzt. Was ist das da? Washington. Ah, Washington ist jetzt hier. Auf der anderen Seite. Wisst ihr was, ich unterbreche kurz die Aufnahme. Das braucht ihr euch nicht mit anzugucken, wie ich anfange, hier durch die Stadt zu hatzen und hier Blätter zu sammeln. Das kommt, wenn wir schon da sind, da kriegen wir wenigstens nochmal vielleicht ein Einspiel mit Benjamin Franklin. Den fand ich echt witzig. Bis gleich. So, kurzer Zwischenbericht. Ich habe jetzt alle Almanach-Seiten von New York eingesammelt und aus Washington, mit dem möchte ich mal kurz reden. Colonel. Commander. Schön, dich zu sehen. Du hast, wofür du gekämpft hast. Was machst du nun damit? Eine gute Frage. Auch um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Weit klügere Männer als ich werden das Fundament dieses Landes errichten. Für diese Aufgabe bin ich nicht gemacht. Hast du schon mal Boccia gespielt? Es beginnt mir wirklich Spaß zu machen. Ich glaube, ich lasse mir eine Bahn am Mount Vernon errichten. So viele Tote und Opfer. Und du willst die wichtigen Dinge besseren Männern überlassen und spielst lieber? Was hatte ich erwartet? Connor. Egal, ob du glaubst, dieser Aufgabe gewachsen oder würdig zu sein. Nach allem, was du für diesen Ausgang getan hast, solltest du nicht den Luxus der Ruhe genießen. Ist nicht ernsthaft. Ich spiele jetzt halt wirklich Boccia mit George Washington. Nee, echt nicht? Trampel dir nicht herum. Nicht Zeit zu lügen. Wo ist denn unsere Freiheit? Ich fasse das einfach mal. Wir sind wahnsinnig geworden. Genug mit den Halbwahrheiten. Doch nur. Ganz Neuland. Jetzt ganz neu. Nicht Zeit zu lügen. Auf uns trampel dir nicht herum. Lang genug. Das habe ich durchschaut. Das halten wir nicht länger aus. Schändlich. Lügen. Narren und Gauner mit den Halbwahrheiten. Das sollte reichen. Ihr trampelt nicht auf mir rum. Narren und Gauner regieren. Nicht als unwürdige Lügen. Wir haben genug mit Korruption und Tyrannei. Wir wollen eine Art edlen Herren ruinieren unser Leben. Wenn es so weitergeht, ist der Sieg nah. Solchen wie denen gehorche ich niemals. Lang genug. Keiner ist unerträglicher Wahnsinn. Mund steht. Ich will länger. Bin doch kein Kind des Dummels. Schreit nach Schandfleck. Ihr trampelt nicht auf mir rum. Das muss sofort. Ihr trampelt nicht auf mir rum. Keiner soll so über unser Schicksal entscheiden. Damit kann ich leben. Einwandfrei. Wir sind von Sinnen, sind wir in Elend. Auf uns haben wir nicht herum. Lang genug. Immer müssen wir zahlen. Danke. Ich hoffe, wir spielen bald wieder. Der tut mir lieber ein anderes Cowboy, Georgie. In dem habe ich dich gerade abgezogen. Aber. Okay, ja, wie gesagt, also ich habe jetzt hier alle eingesammelt. Da kam eigentlich keine Zwischensequenz, da standen immer neue Erfindungen freigeschaltet. Ich reise jetzt noch nach Boston, mache das dort auch noch und dann sehen wir uns dort wieder. Ach so, die Klamotten, die ich gerade anhab, ich habe mir jetzt einfach mal einen Spaß gegönnt, ich hatte ja mehr als genug Geld. Ich habe jetzt einfach mal alle Monturen gekauft, die es beim Händler gab. Und das war einfach die letzte, die ich gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr, welche das ist. Jamestown? Nein, das ist ja wurscht. Jedenfalls sind das Assassinen-Monturen. Gut, dann bis gleich.
Und für einen Wunder der Welt, alltäglichen Preis. Okay, ich schicke meine Leibwache ran. Ich bin Laufburschen für meine Rekruten. Lecker Handel, habt ihr uns lang genug? Ich will das mal testen. Rotkohl, Weißkohl, Alarm! Eine Scheu, kommt her und bestaunt ein gutes Gemüt. Schicke Sache. Teilt noch mehr! Oh. Kommt her! Wir brauchen eine Räubereien sind mehr geworden. Das Klein- Schön. Also darauf, dann nach Devonport. Und zwar war das so, das war jetzt so eine Funktion, die habe ich noch nie ausgetestet. Ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Auch hier wieder allerdings der Punkt, man kriegt sie auch recht spät erst im Spiel. Ich habe alle Almanach-Blätter zusammen. Leider kommt kein Benjamin Franklin. Ich bin ein bisschen enttäuscht, kommt keine Videosequenz mehr. Er ist auch nicht in diesen Geschäften anzutreffen. In Anführungszeichen, das Einzige, was man bekommt für diese Almanach-Seiten, das ist, man bekommt eben Pläne für Erfindungen. Und diese Erfindungen, die kann man dann eben hier herstellen. Da sind sie. Erfindung. Drache und Schlüssel. Frank of Glass, Harmonika. Ja. Da könnte ich jetzt einige weiter können. Ja. Eisenerz. Also dafür habe ich noch das Geld. Das geht noch mal. Wenn man das Zeug hergestellt hat, das hat leider keinerlei sinnvollen Nutzen oder Zweck. Das ist einfach bloß hier oben dann in dem rechten Raum, da wo das Bild von Benjamin Franklin hängt, da wird das dann ausgestellt. Da gibt es dann, da steht das dann und es gibt einen kleinen Text dazu. Also hier hinten habe ich noch die Glasharmonika mal testweise gebaut gehabt. Und das Orary. Habe ich auch nochmal gebaut. Also die drei, das ist einfach nur Deko. Ne? Also die Almanach-Seiten zu jagen, das bringt ein Deko-Zeug. Ne? Mehr ist das nicht. So, Freunde der Nacht. Das war's. Ich habe soweit alles abgefrühstückt, was im Spiel meiner Meinung nach irgendwie interessant ist. Nicht immer hat alles so funktioniert. Wie bei dem Bär zum Beispiel. Ich bin auch der Meinung, ich finde es unfair, dass ich einen Bär nicht mit einer Sprengfalle jagen darf. Ich finde das die beste Variante, einen menschenfressenden Bären zu jagen. Gott, sei es drum. Ich denke, ich bin hier dem Spiel jetzt wirklich aber durch. Das kann ich, glaube ich, ich brauche mir das jetzt nicht mehr aufs Brot schmieren zu lassen, deswegen in das Spiel hat der Monty nur mal kurz reingespielt. Das haben wir mal gründlich analysiert und uns angeschaut, finde ich. Was jetzt noch ausstehen würde, das wäre dieses eine Washington DLC, das es zu kaufen gibt. Ich schau mal, was das kostet. Wenn das akzeptabel ist, dann sehen wir uns hier gleich wieder, allerdings in einem neuen Let's Play quasi, also das, wobei das packe ich dann auch hier bei Assassin's Creed im Factor Games Archiv einfach rein, in Form eben von einer neuen Playlist. Hier bin ich aber jetzt wirklich endgültig durch, ich habe meinen Senf schon längst dazugegeben gehabt bei dem Abspann, hat jetzt nochmal ein bisschen alles länger gedauert, bis ich dann komplett durch war.
das ist auch, glaube ich, eins der wenigen Spielreihen, wo man die Hauptstory durchprügeln kann und dann kann man sich noch ein bisschen gechillt umschauen, was es noch so gibt. Öfters findet man da mal Sachen, die wären bei der Hauptstory irgendwie nützlich gewesen, aber manches davon kommt einfach viel zu spät erst im Spiel. Sei es drum. Insgesamt trotzdem von Atmosphäre einfach ein schönes Spiel. Dementsprechend ohne weiteren Aufenthalt, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschö.